Es war aber nah, das Fest der süßen Brot, das da Ostern heißet. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trauteten, wie sie ihn töteten und furchten sich vor dem Volke. Es war aber dem Satanas gefahren in den Judas, genannt Iskariot, der war aus der Zahl der Zwölfen, und er ging hin und redet mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten, wie er ihn wollte ihnen überantworten. Es kam nun der Tag der süßen Brot, auf welchen man musste opfern das Osterlamm. Und er sandte Petrus und Johannen und sprach: Geht hin, bereitet uns das Osterlamm, auf das wir's essen. Oh,
einen großen gepflasterten Saal zeigen, da selbst bereitet es. Sie gingen hin und fanden, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und da die Stunde kam, setzte sich nieder, und die 12 Apostel mit ihm, und sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, das Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich leide.
das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis.
desselbigen gleichen auf den Kelch nach dem Abendmahl und sprach: Was ist der Kelch, das Neue Testament in meinem Blut, was für euch vergossen wird.
des Menschen Sohn gehet hin, wie es beschlossen ist. Doch wehe dem selbigen Menschen, durch welchen verraten wird. Und sie fingen an zu fragen unter sich selbst, welcher es doch wäre unter ihnen, der das tun würde. Das Reich bescheiden, wie mir's mein Vater beschieden hat, dass ihr essen und trinken sollt über meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Stühlen und richten die zwölf Schlechte Israel.
Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer begehret, dass euch möchte sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dir mal einst dich bekehrest, so stärke deine Brüder. Ihr aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Ihr aber sprach: Petrus, ich sage dir, ihr Hahn wird heute nicht krähen, ehe denn du dreimal verleugnet hast, dass du mich kennst. Und sprach zu ihnen: So oft ich euch gesandt habe, ohne Beutel, ohne Tasche und ohne Schuh, habet ihr auch je Mangel gehabt? Sie sprachen: geschrieben steht. Er ist unter die Übeltäter gerechnet. Denn was von mir geschrieben steht, das hat ein Ende. Sie sprachen aber: Ihr aber sprach zu ihnen: Es ist genug. Und ging hinaus nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgeten ihm aber seine Jünger nach an denselbigen Ort. Und als dahin kam, sprach zu ihnen: Bittet, auf dass ihr nicht in
Erleuchtung falle.
Luna, verrätest du des Menschen Sohn mit einem Kuss?
Was soll die Welt erzeugen?
lagen und sprachen. Gesehen,
Sturm tor seinen Schirren. Und leidet alles, bitte Duld, und leidet alles, bitte Duld, und leidet alles, bitte Duld, und leidet alles, bitte Duld. Das Land war stumm vor seinen Schirren und leidet alles, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld. Bei Raff und Bosheit steiget, gelassen ist und Großmut zeiget, verwandelt sich oft Wut in Huld. Verwandelt, verwandelt sich oft Wut in Huld, sich oft Wut in Huld. Das Land verstummt vor seinen Schirren und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld, und leidet alles mit Geduld.
einander feind. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Obersten und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als der das Volk abwendet, und siehe, ich habe ihn vor euch verhöret und finde an dem Menschen der Sachen eine, der ihr ihn beschuldiget. Herodes auch nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt, und siehe, man hat nichts auf ihn gebracht, dass des Todes wird sei. Darum will ich ihn züchtigen und loslassen. Thank you.
Gott sprach zum dritten Mal zu ihnen. Was hat ihr denn übels getan? Ich finde keine Ursache des Todes an ihm. Darum will ich ihn züchtigen und loslassen. Aber sie lagen ihm an mit starkem Geschrei und forderten, dass er gekreuziget würde. Und ihr und der hohen Priester Geschrei nahm überhand. Pilatus aber urteilte, dass ihre Bitte geschehe. Den los, der um Aufruhrs und Mords willen war ins Gefängnis geworfen, um welchen sie baten. Aber Jesum übergab er ihren Willen.
Herrlichkeit nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in welcher man sagen wird, selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht gesäuget haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen, fallet uns, und zu den Hügeln decket uns. Denn so man das tut am grünen Holz, was will am dürren Wirken? Es wurden aber auch hingeführt zu ihnen andere Übeltäter, dass sie mit ihm abgetan würden. Und als sie kamen an die Städte, die da heißen Hennestedt, kreuzigten sie ihn da selbst und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
es war auf oben über ihm geschrieben die Überschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dies ist der Juden, der Judenkönig, der Judenkönig. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Thank you.
des Volks, die hohen Priester und Schriftgelehrten, und führeten ihn hinauf vor ihren Rat und sprachen. Thank you.
zu ihnen. Sag ich's euch, so glaubet ihr's nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Und lasset mich doch nicht los. Darum, von nun an wird des Menschen Sohn sitzen zur rechten Hand der Kraft Gottes. Sie sprachen aber,